Selbst das, ich finde es nicht gut, wie scharf die Gesetze gegen andere Meinungen sind. Also beispielsweise der Volksverhetzungsparagraf, der wurde ursprünglich von Bismarck eingeführt, um gegen die Arbeiterbewegung vorzugehen. Und der ist so allgemein auslegbar, dass ich finde, den könnte man von mir aus entweder abmildern oder ganz abschaffen. Oder auch dieser Paragraph Aufruf zu Straftaten, der wird auf außenpolitische Akte anderer Nationen projiziert. Das heißt, es hat letztens ein Politiker geschrieben, bei den Krim-Wahlen ging alles mit rechten Dingen, so ungefähr in der Richtung irgendwas. Und also ich, keine Ahnung, ich war nicht auf der Krim, ich habe mich auch mit diesen Wahlen nicht genauer beschäftigt. Brauchen wir jetzt inhaltlich gar nicht darauf eingehen, aber ich würde sagen, das ist eine zulässige Meinungsäußerung. Ein deutsches Gericht, beziehungsweise eine deutsche Staatsanwaltschaft hat jetzt erstmal gesagt, nee, 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 das ist strafbar hier. Du kriegst, ich weiß nicht, wie viele Tagessätze er genau gekriegt hat, hat auf jeden Fall Berufung eingelegt und jetzt läuft ein Gerichtsprozess. Oder Heinrich Bücker, deutscher Kommunist, hat gesagt, wir sollten uns mal angesichts der 27 Millionen toten Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg mal in die Lage Russlands versetzen, wenn da jetzt deutsche Waffen in unsere Richtung rollen. Strafantrag. In die Lage Russlands versetzen heißt, man rechtfertigt den Angriffskrieg. Da habe ich schon gedacht, Ja, oha. da gibt es noch so viele. Es gibt genauso wie die Abmachung, dass eigentlich der Amerikaner per NATO gar nicht weiter versucht, vorzurücken mit seinen Waffen. Ne? Und was ist denn auch über die Zeit gekommen? Die Waffen sind immer näher mit den Militärbasen immer weiter ran an Russland gerückt. Das ist so eine Tatsache, die kann man doch gar nicht von der Hand weisen. Wie gesagt, ich glaube, Ne? dafür wirst du jetzt noch nicht zur Verantwortung gezogen. Also du wirst zwar dann diffamiert, aber ich meine, das andere, was ich gerade gesagt hatte, das waren ja wirklich, dass dann die Staatsanwaltschaft dagegen vorgeht. Und Ja, das finde ja. ich dann definitiv jenseits von allem, was wir hier haben sollten, weil das eine Einschränkung des Meinungskorridors ist, auf rechtlicher Basis, die es so nicht geben dürfte. Also wir müssen da unser Strafrecht definitiv entschärfen, also dass man Ja, solche aber Sachen nicht mehr verfolgen kann. es ist richtig, worauf ich hinaus wollte, ist halt, weil es genau schon mal um das Thema ging bei jemand anderes und ich gesagt habe, nein, du kannst gar nicht so per se sagen, ob der Russe jetzt der Böse war oder ob es der Amerikaner war. Na, für mich ist es immer so, dass jede Nation, die sich freiwillig an Krieg beteiligt, ist mit einer der Übeltäter. Weil Krieg hilft niemandem. Krieg hilft immer nur denen, die Macht haben. Und die Macht nicht haben, die armen Bürger, die unten drunter sind, die müssen prinzipiell leiden. Na, die nehmen daraus nichts Positives. Für die bringt das gar nichts. Ob jetzt ein Zelensky da was macht oder ein Putin da was macht, das ist denen im Endeffekt scheißegal. Die wollen einfach nur leben. Die wollen glücklich werden. Ja, Na, definitiv. so, und wenn du dort aber alles wegbombst, denn ihre ganze Zukunft nimmst dadurch, ne, und dann noch nicht mal in der Lage bist, einzusehen, dass es da grundlegend alles schiefgelaufen ist und du dich zusammensetzen musst, um drüber zu sprechen, damit du die Kampfeinstellung so schnell wie möglich einstellen kannst, dann ist das definitiv der falsche Weg. Krieg, Ja. Waffen, Zerstörung, Gewalt ist nie der Weg, um irgendwie einen Sieger zu finden und Frieden zu lösen, schaffen. Das funktioniert einfach nicht. Und schon gar Ja, nicht gegen den Russen. also wenn es jetzt tatsächlich der Fall wäre, was ja manchmal erzählt wird, dass der andere gar nicht zu einem Frieden bereit wäre, also das berühmte Beispiel, was da immer gebracht wird, Nazi-Deutschland gegen die Sowjetunion. Also wenn du jetzt einen Gegner wie Nazi-Deutschland hast, der gar nicht verhandeln will, okay, ja, dann musst du einen Krieg weiterführen, wenn du nicht vernichtet werden willst. Aber in allen anderen Fällen, und die Ukraine ist so ein Beispiel, wo du halt verhandeln kannst, ist das Argument Schwachsinn. Vor allem im Zweiten Weltkrieg, das ist ja das Gute. Da hat die Sowjetunion andauernd versucht, mit Deutschland zu verhandeln. Also noch als deutsche Truppen tief auf sowjetischem Gebiet standen, 1941, 1943 sogar noch, als die Sowjetunion den Krieg de facto schon gewonnen hatte, aber halt möglichst schnell zu einem Frieden kommen wollte. Da hat sie Deutschland Verhandlungsangebote gemacht, die abgelehnt wurden. Das heißt, selbst dieses Argument könnte man nicht bringen, da der Westen, Ru also wie gesagt, Russland mit Nazi-Deutschland zu vergleichen, ist sowieso absurd aus vielen anderen Gründen, aber Selbst Russland hat nicht. sich ja aktuell selbst gesagt, hier komm, wenn Zelensky sich an den Tisch setzt und wieder mit uns verhandelt, dann gehen wir in die Verhandlungen. Ja, Ne? Russland. Das ist ja der springende Punkt. Russland will ja Verhandlungen. Die Verhandlungen nicht wollen, sind unter anderem die Ukraine. Ja, aber das ist auch auf westlichen Druck hin entstanden. Also die Ukraine war ja 2022 zu einem Verhandlungsfrieden bereit. Sie hat ja gesagt, okay, wir sind neutral, wir demilitarisieren uns und dafür ziehen die Russen sich hinter die Linien des 24. Februar zurück. Russland hatte das Angebot vorgelegt und die Ukraine hat es kurz vor Unterzeichnung abgelehnt, weil der Westen Druck gemacht hat. Offiziell hat man gesagt, die Russen begehen Kriegsverbrechen. Ja, sind Kriegsverbrechen nicht eher ein Grund, Frieden zu schließen? Also, wie gesagt, das Argument ergibt in sich auch keinen Sinn. Aber die Russen Ja, begehen Kriegsverbrechen, deswegen müssen wir jetzt weiterkämpfen. Und wo steht man jetzt? Jetzt wird man nur einen Frieden zu deutlich schlechteren Bedingungen kriegen. aber der Eventuell. Amerikaner macht doch gar nichts falsch. Der Amerikaner macht doch nur alles richtig. Der gute Amerikaner
Und der Westen, das ist doch die Weltpolizei. Die macht doch alles richtig. Die haben doch auch niemals Kriegsverbrechen begangen. Nee, Das der ist auch Westen. so eine Sache, ne? Die ich jedes Mal in Argumentationen höre, ne? Wenn hier Russland mit Nazi-Deutschland verglichen wird, ne? Das sind so böse Kriegstreiber, diese bösen Kriegsverbrecher, die sie getan haben, ne? Da muss man gegen vorgehen. Und wenn du dann fragst, ja, und was war mit Amerika? Ihre Angriffskriege, die sie geführt haben, angeblich im Namen des Friedens, im Namen der Demokratie, die dort eingeführt werden sollte. Wo sich dann unter anderem rausgestellt hat, er war doch nicht ganz so stimmig. Ich kann es ja relativ einfach ein Beispiel zeigen. Saudi-Arabien führt im Jemen wirklich gerade einen brutalen Krieg, der fast 400.000 oder rund 400.000 Tote schon verursacht hat. Und die saudische Kriegstaktik ist, die Zivilbevölkerung auszuhungern, also eine Blockade über den Jemen zu verhängen, dann landwirtschaftliche Produktion und auch andere zivile Infrastruktur anzugreifen, systematisch zu zerstören, um den Jemen abhängig von Lebensmittelhilfen zu machen, die Saudi-Arabien dann koordiniert und an seine eigenen mit ihm verbündeten Gruppen weiterleitet. Weil man halt militärisch nichts gegen die in weiten Teilen des Jemens herrschenden Houthi-Milizen machen kann. Die kontrollieren Gebiete im Jemen, wo 80% der Bevölkerung leben. Und wie gesagt, 400.000 Tote. Und ja, wie viele Zivilisten, also davon auch viele, viele Zivilisten im Ukraine-Krieg sind bisher 10.000 Zivilisten gestorben. Ungefähr wie viele Soldaten, das weiß man nicht. Da beide Seiten, also wahrscheinlich Hunderttausende. Also das kann man gar nicht genau schätzen. Aber wie gesagt, diese Katastrophe im Jemen, da sagt jetzt niemand, wir müssen was dagegen tun. Nein, da sagt man, wir liefern Waffen aus Saudi-Arabien, nach Saudi-Arabien, macht Deutschland mittlerweile auch wieder. Das war nie ein Problem. Übrigens, da hat jemand im Chat geschrieben, bunt Stift lecker. Ihr stellt die falschen Fragen hier. Es ist nicht wichtig, ob das, was die USA macht, richtig oder falsch ist. Die Frage ist, ob es eine bessere Alternative gibt. Na, worüber reden wir denn gerade? Wir sagen, beide, die Verhandlung ist der richtige Weg. Ja, Ne? ja. Und dass man nicht den Russen vorwerfen kann, zu handeln, wie sie handeln. Weil die sind nicht ein Scheißdreck besser als die USA. Es aber prinzipiell als linker Talking Point der Wokis gebracht wird, dass die USA doch viel, viel besser sind und die setzen sich fürs Recht ein und dergleichen. Da wird eine ganz klare, wieder, was der Agitator vor uns schon gesagt hat, eine Freund-Feind-Erkennung gemacht. Der Russe wird als Feind stilisiert, der Amerikaner als großer Heilsbringer. Ne? Und dann hast du dein Feindbild und da musst du drauf einschlagen. Ja, diese Moralisierung an sich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, die ist innenpolitisch erst recht ein Problem, aber auch außenpolitisch. Wenn du sagst, die Russen sind der Feind, die vertreten andere Werte, die kämpfen gegen Demokratie, also was in der Ukraine jetzt Demokratie sein soll, wenn die Regierung dort massenweise Parteien verbietet, Oppositionelle verfolgt und sich damit rühmt, Anschläge auf im Ausland lebende Politiker begangen zu haben. Weiß jetzt nicht, ob das die Demokratie ist, für die jetzt hunderttausende Menschen sterben müssen, aber lassen wir das mal außen vor. Wenn man sagt, die Russen kämpfen gegen Demokratie, wir kämpfen für Demokratie, über Werte kannst du nicht verhandeln. Du kannst über Interessen verhandeln. Aber wenn du sagst, die stehen für das Böse, wir stehen für das Gute, dann kannst du keinen Frieden machen. Also den kannst du nur hinkriegen, wenn du zu Kompromissen bereit bist. Ja, wo wir wieder beim normalen Diskurs sind, Sachen miteinander auszutauschen und versuchen, einen Mittelweg zu finden, der uns allen hilft. Ja. Vor allem Russland, um es jetzt mal ganz konkret zu machen, hat vier Friedensbedingungen gestellt. Anerkennung der territorialen Realitäten, Neutralität, Entmilitarisierung, Denazifizierung. Wir haben in den Friedensgesprächen 2022 gesehen, dass ja, Denazifizierung, also das ist sehr dehnbar, der Begriff. Das kann jetzt heißen, dass die Azov-Milizen weiter zum ukrainischen Militär gehören und einfach ihre Hakenkreuzflaggen einpacken beispielsweise. Also das ist ein Punkt, da kann man sich relativ schnell einigen, weil der so allgemein formuliert ist. Demilitarisierung. Heißt erstmal, dass der Westen kein Militärgerät mehr in die Ukraine liefert, dass man sich auf Abkommen zur Abrüstung, die sich auch über Jahrzehnte erstrecken können, einigt. Also die Ukraine gibt jetzt sofort all ihre Waffen an Russland ab und hofft dann, dass Russland nicht weitergeht, sondern Sicherheitsgarantien für beide Seiten. Das heißt Demilitarisierung. Die zwei Forderungen, die umstritten sind, also wo man sich wirklich nicht einigen kann aktuell, das sind Neutralität. Wie gesagt, das hatte die Ukraine letztes Mal auf westlichen Druck hin abgelehnt und Anerkennung der territorialen Realitäten. Denn die Russen haben auf diesen Verhandlungsunwillen eben so reagiert, dass sie ihre Forderungen nach oben geschraubt haben. Und jetzt muss man halt gucken, die Russen wollen vier ostukrainische Oblasten annektieren. Große Teile dieser Oblasten halten sie besetzt und entweder man einigt sich da jetzt auf die aktuellen Frontverläufe oder es gibt keinen Frieden. Also
Ob man diese Gebiete noch irgendwann zu internationalen Zonen, zu was auch immer machen kann, das wird man dann in Verhandlungen sehen müssen. Aber aktuell muss man wohl die territorialen Realitäten anerkennen, da man 2022 die Chance verpasst hat, ohne Annexion diesen Krieg zu beenden. Also So, ich wollte. so viel, so viel abgeschweift. Ja, weil das ist wichtig bei diesem Thema zu verstehen, dass eben Verhandlungen möglich sind, dass Russland nicht sagt, wir wollen die Ukraine vernichten. Mag sein, dass das ein Maximalziel ist, was der Kreml Das Propagandaregen meinte betont. mein ich gar nicht, das meinte ich gar nicht. Ja. Wir haben am Anfang über die Wokis gesprochen, ne, und wie sich Naitan selbst lächerlich gemacht hat, und jetzt sind wir bei Außenpolitik zwischen USA und Russland gelandet. Sorry, das ist eins meiner Hauptthemen. Ich beschäftige mich ja eigentlich mit Wirtschaftspolitik und Außenpolitik. Und wenn ich Alles da gut, beim voll Leitern einen okay. Talk mit angefangen habe, um jetzt wieder darauf zu rekurrieren, wird mir auch sonst gesagt, dass ich total viel abschweife. Aber diesmal hast du, glaube ich, angefangen. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich wollte ja das auch so teilweise mit einbringen, weil das ja auch so Sachen sind, die von dieser Pseudo-Woke-Bubble immer gerne gebracht wird. Genauso wie wenn es da Leute gibt, die schreien Free Palästina, ne, und dann vielleicht ganz bunte Vögel sind, und wenn sie dann am Ende dort vor Ort vielleicht wären, die ersten wären, die in den Knast gesteckt werden würden. Ne? Wo ich Von sage, welcher das, was da Seite jetzt? unten. Also, großen Teil Sag mal, Palästinas ist ja von Israel besetzt gerade. Also. ja, ich rede, und das Free Palästina bezieht sich ja nicht auf die Israelis, also nicht auf die Juden. Nee, Ne, das bezieht sich. ich meine das Ne? Westjordanland, das ist ja gerade unter israelischer Besatzung. Also, das seit 1967 schon. Das heißt, da kannst du willkürlich in den Knast gesteckt werden, aber eben nicht von Palästinensern, sondern von der israelischen Armee. Ist ein anderer Konflikt. Ist ein anderer Konflikt. Ja, mir geht es halt nur darum, dass das allgemein da unten nicht viel rund läuft. Ne, und sich da unbedingt auf eine Seite zu stellen, dass das macht genauso wenig Sinn wie bei Ukraine oder Russland. Auch da unten müssen Verhandlungsgespräche her, da unten muss gesprochen werden, da muss versucht werden, die Lösung ohne Gewalt umzusetzen, sodass alle da ein faires Zusammenspiel miteinander haben. Ja, Ja, der Witz an ja. der Sache ist, dass die Leute, die Kleinbürger, die unten leben, da leben schon seit Jahrzehnten. Dort Juden mit Moslems zusammen, und die schlagen sich nicht den Kopf ein. Das sind beste Freunde, die haben kein Problem miteinander. Bloß weil die Machthaber, die oben sitzen, Machtansprüche haben oder irgendwie ihre Machtfantasien ausreizen wollen, kommen die Konflikte zustande, wodurch die armen Bürger, die unten leben, sich miteinander verstehen, dementsprechend leiden müssen. Genauso ist das auch, muss man dummerweise sagen, in der Ukraine. Da gab es genug Leute in der Ukraine, die sich mal zu Russland zugehörig geführt haben, ne, genau wie umgedreht. Ne, die kamen alle miteinander klar. Und wer steckt sich die Köpfe ein, die oben sitzen? Ja, absolut, absolut. Es gab ja Regierungen, die versucht haben, die Ukraine zusammenzuhalten und Politik für beide Volksgruppen zu machen. Es wurde von außen, sowohl vom Russland als auch vom Westen, wurde da immer mehr, ja, wurden die nationalistischen Kräfte von Russland, die prorussischen, vom Westen diese sehr stark nationalistischen Kräfte in der Westukraine immer mehr gestärkt, um die Leute da gegeneinander aufzuhetzen. Und dann hatte man 2014 halt diese Entscheidung, also mit dem Putsch, der da passiert ist. Pro-westliche Kräfte sich ja da illegalerweise an die Macht gesetzt haben und dadurch ist dieses Land mehr oder weniger, dadurch ist das Land dann zerbrochen. Und da hätte man 2014 spätestens als Europa sagen müssen, nein, da tobt jetzt ein Bürgerkrieg, wir müssen endlich zu einem neuen Modus vivendi kommen, sowohl mit Russland als auch mit der Ukraine. Und letztendlich kann das nur neutraler Pufferstaat werden. Also wir können hier nicht die Ukraine versuchen, nach Westeuropa zu ziehen. Wenn wir das machen, dann bricht dieses Land auseinander. Was hat man gemacht? Hat gesagt, ja, Ukrainer kommt her, ja, wir investieren gerne bei euch, aber so wirtschaftlich helfen wollen wir uns nicht. Die Ukraine war ja auch eine wirtschaftliche Katastrophe nach 2014. Eine riesen Inflation im wirtschaftlichen hatte ich mich am meisten beschäftigt. Also wenn du dir da die Leitzinsen anguckst, das sind Investitionsbedingungen, da will kein Unternehmen investieren. Also die Ukrainer, die waren billige Arbeitskräfte, die Ukraine hatte große landwirtschaftliche Flächen, da konnten sich dann Cargill und Co., also westliche Agrarkonzerne, einkaufen. Und die Ukraine hatten ein paar Rohstoffe, auch nicht viele, aber die guten Sachen, die nimmt man sich und dass die Ukraine ausblutet und wirtschaftlich immer mehr verkümmert, erst recht durch das Abschneiden von billigen russischen Rohstoffen, auf die sie vorher noch Verfügung hatten. Das war uns egal. Und plötzlich sind alle solidarisch mit der Ukraine, wo dann dieser Krieg plötzlich angefangen hat. Also das war auch die größte Heuchelei. Ich selbst bin ja jetzt nicht so wirtschaftlich bewandert wie du, bei weitem nicht. Ich bin da eher voll Dulli unterwegs. Aber selbst ich als normal gebildeter Bürger, der jetzt nicht unbedingt, also, sorry für das generische Maskulin, Nathan, für dich als Frau, die jetzt nicht einen akademischen Grad hat,
Selbst für mich war klar, dass ein Russland zu sanktionieren zum Beispiel uns keine Vorteile bringt. Das wird uns in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Auf die Idee zu kommen, und da kann ich nämlich gleich wieder zu den Wokis zurückschwenken, Russland unter Druck zu setzen, von uns wirtschaftlicher Seite aus, macht genauso wenig Sinn zu sagen, wie dass wir als Wokis auf die Straße gehen, uns festkleben und damit schaffen, den Klimawandel zu beenden oder was dagegen zu tun. Als ob sich die Welt den Arsch drüber interessiert, was in Deutschland passiert, die lachen sich darüber kaputt. Als ob du, wenn du jetzt irgendwelche Maßnahmen in Deutschland erreichst, durch irgendwelche Krawallaktionen, dass sich da im Prinzip der Amerikaner, Russe, der Inder oder der Chinese hinstellen und sagen, oh ja, die machen das richtig, wir machen das jetzt auch. Die zeigen dir einen Vogel und sagen, mach deinen Scheiß ruhig weiter, wir lachen uns kaputt, unsere Wirtschaft boomt und deine geht kaputt. Ja, genau, das ist passiert. China und Indien waren dann froh, dass sie die günstigen russischen Rohstoffe dann noch günstiger bekommen haben. Genau. Und die Pipelines, die werden jetzt gebaut nach Zentralasien, nach China. Das dauert zwar ein bisschen, aber dann geht das billige Erdgas nicht mehr zu uns. Also wir könnten es immer noch anders haben. Also Ja, doch. je länger wir warten, desto schlimmer wird es. Ich meine, Nord Stream, drei Stränge sind kaputt. Einer funktioniert noch, den könnten wir sofort aufmachen. Die anderen drei könnten wir reparieren. Würde wohl ein Jahr dauern oder so, aber dann hätten wir wieder günstiges Erdgas und allein die Erwartung auf günstiges Erdgas lässt ja die langfristigen Preise deutlich, deutlich sinken. Also das ginge noch. Noch könnten wir umsteuern, aber jedes Jahr wird es kostspieliger und jedes Jahr ist der Schaden größer, der angerichtet wurde. Die Produktion unserer energieintensiven Industrie ist ungefähr 20% zurückgegangen in den letzten 2 Jahren. Ja, es ist doch schon schlimm. Habeck hat doch schon klargestellt, es geht keiner insolvent. Hör nur auf zu arbeiten. Ich komme ja so, um mal ein bisschen was von mir zu sagen. Ich komme ja mehr so aus dem Elektrofachbereich. Ich bin original gelernt Industriemechatronikerin. Habe jetzt dazu dann noch mein SPS-Facharbeiter gemacht und bin gerade dabei noch im Bereich IT. Programmierung, also im Bereich Anwendungsentwicklung, mich noch weiterzubilden. So, und für mich das schönste Argument gegen Atomstrom war damals, ich glaube, von Katrin Göring-Eckardt war das, Atomstrom verstopft die Leitungen. So funktioniert Elektrizität. Ja, es hat nichts mit Schwingungen zu tun. Ne, bei Wechselstrom, ne, das hat nichts damit zu tun, dass da Elektronen in Schwingung gesetzt werden. Nein, da läuft was durch die Leitung durch und Atomstrom verstopft dann halt die Leitung. Kann sich vorstellen, wie eine Wasserleitung wahrscheinlich. Ja, so stellen die sich das vor. Das ist ja, es ist ja, ich sag mal so, es ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, bei dem Gleichstromsystem sich das wie Wasser vorzustellen. Das macht es ja halt einfacher zu begreifen, wie Strom funktioniert. Naja, das ist auch Leuten, denen ich versucht habe, im Bereich Elektrotechnik ein bisschen was beizubringen, weil ich hatte ja auch mit Auszubildenden zu tun gehabt und dergleichen und habe da unter anderem so Elektrogrundkurse gegeben, Aber dass du Atomstrom ist ja da physikalisch nicht anders als normaler Strom. eben. Atomstrom ist im Endeffekt auch nur Wechselstrom, also besser gesagt Strom, der zu Wechselstrom gemacht wird und auf unsere Netzstärke eingestellt wird und dann ins Netz eingespeist. Na, ist ja nichts anderes. Ja, mir ging es halt nur darum, man kann das Wasser nehmen als Beispiel, dann musst du es aber auch beziehen auf Gleichstrom. Das funktioniert halt im Wechselstrom nicht. Im Gleichstrom kannst du das halt benutzen, um dir begreiflich zu machen, wie Strom funktioniert. So, und wenn du es dann einmal begriffen hast und dann den Unterschied zwischen Gleichstrom und Wechselstrom kennst, löst sich das Problem sowieso auf, weil dann weißt du, das hat nichts mehr mit Wasser zu tun. So, dann so einen dummen Spruch zu bringen, das hieß halt, dass da eine Person saß, die von nicht eine Ahnung hat. Ja, ich glaube auch nicht, dass der das irgendwer geschrieben hat. Die wusste wahrscheinlich gerade nicht, was für ein Argument soll ich bringen. Und dann kommt halt sowas. Atomstrom verstopft unsere Leitung. Das ist so dumm. Ach Gott. Tja. Aber das sind halt so die Politiker, die unserem Neid haben, hat sehr gut gefallen. Ne? Das sind unsere top-grünen Politiker, die halt mit Wissen auffahren, die halt genau belesen sind, die genau wissen, was gesagt werden muss. Wo dann halt auch diese gute Tessa Ganser mit dazu zählt, die ja genauso belesen und basiert ist. Ja, wie Nee. gesagt, ich hatte Tessa Ganserer überhaupt nur wegen dieser Geschichte mit Beatrix von Storch mitbekommen.
Und da fand ich das auch ein bisschen komisch, wie darüber berichtet wurde dann. Ja, ich muss da ganz ehrlich sagen, das, was die Bellatrix von Storch gesagt hat, war faktisch nicht falsch. Es war faktisch richtig. Es war Nur, unhöflich. ja, es war unhöflich, aber sind da nicht viele sehr unhöflich gegenseitig gegenüber? Ja, deswegen, das ist jetzt nichts von Ja, es diesem ist. Skandalniveau. Und das dann, also der Bundestagspräsident, der soll ja wirklich nur, wenn wirklich jede Regel des Diskurses verletzt ist, wenn du beispielsweise sagst, wir sollten Bevölkerungsteile jetzt aus Deutschland entfernen oder bestimmte Bevölkerungsteile sind weniger wert als andere oder wirklich üble Beleidigung oder wir wollen irgendwie hier die Demokratie einschränken oder die Abgeordneten sollen hier nicht, also wenn du wirklich, wirklich Sachen gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung sagst, dann sollte der Bundestagspräsident einschreiten oder wenn du wirklich unter aller Sau sagst, aber dass dann diese Bundestagsvizepräsidentin so eine Rede gehalten hat, also so, das war moralisch ganz, ganz falsch, was die Beatrix von Storch da gesagt hat, das war transfeindlich, das war bla, das war, Tessa ist eine wunderbare Frau, also so richtig emotionalisierend auch. Ein Dann. Moment, ich möchte hier noch mal sagen, Tessa Ganserer ist keine Frau. Punkt. Diese Person hat keine Geschlechtsdysphorie. Fickt euch, ihr Wokies. Die ist keine richtige Transfrau. Jetzt bist du gecancelt. Oder bist du Ist mir wahrscheinlich schon. scheißegal. Wer bin ich doch sowieso? Rat mal, warum ich meine Community entscheiden lassen habe, ob ich mich Lexi Mords nenne oder Wolde Lexi. Ne, weil von Wolde Mords, ich bin halt. Ich Das hat sie mache letztens im halt. Stream erklärt, da war ich dabei, ja. Ne, ich bin halt die Wiedergeburt von Voldemort, habe halt festgestellt, ja, zwischen böse sein, Nasenlänge und Penislänge gibt es einen Zusammenhang und deshalb mache ich die Transition, um halt meine geschlechtsangleichende Maßnahme durchzuführen, damit halt meine Nase nicht mehr abfällt und ich trotzdem so extrem böse werden kann. Bäm. So ein Ding Ja, ist das. ich hatte ja gesagt, als ich Nathans Gespräch angeboten hatte, das hatte ich vorhin gar nicht mehr weitererzählt. Da hatte ich ja, wie gesagt, zuerst auf Twitter geschrieben, dann in seinem Chat geschrieben, dann Tilted Frost was gegen mich gesagt, hatte ich halt, wie gesagt, hatte ich ihn halt kritisiert. Und dann wurde ich instant gesperrt, also keine Was für ein Diskussion. Dann, Zufall. ja, dann habe ich auf Twitter gepostet, ich wurde in Nathans Chat gesperrt, nachdem ich ihm ein Gespräch angeboten habe. Ohne das zu werten, ohne da irgendwas, ohne mich aufzuregen. Und dann halt dann so, kein Grund, sich gleich einzuscheißen, ich rede ja. Also Ja, schon wieder. das ist ja auch so lustig, ne? Keiner spricht immer von Einscheißen. Außer den Wokies, wie wir kritisieren, natürlich bringe, also ich besonders, ich bringe ganz besonders gerne dumme Sprüche, ne? Weil ich mache mich halt über diese ganze Situation einfach lustig, weil du kannst nichts anderes machen, als dieses ganze dämliche System einfach mit Humor zu nehmen. Ja, und da kommen von mir auch böse Sprüche, wie zum Beispiel auch, wo ich versuche, mich noch gepflegt auszudrücken, zu sagen, ja, ihr seid kognitiv halt nicht auf der Höhe oder ihr habt halt eine kognitive Dysfunktion oder. Bei euch fehlt es an kognitiver Leistung, da gewisse Gedankensprünge zu machen. Ne? Klar gehe ich da auch gern mal unter die Gürtellinie. Das ist mir vollkommen Wurst. Aber erlebst du es denn von den anderen? Nein, da kommt immer nur eingestuhlt, eindefikiert, brauchst eine Windel, was weiß ich nicht alles. Ne? Und versuchen noch nicht mal argumentativ auf deine Argumente einzugehen, die du vorher gebracht hast, bevor du sie beleidigt hast. Ja, Ne, ich ja. denke mir halt, ich bringe erst meine Argumente und dann beleidige ich die Wichser. Ne? So bin ich halt. Ja, ich habe ja Nathan auch gesagt, entweder du bist nicht in der Lage, es zu verstehen, oder du unterstellst mir hier absichtlich etwas, was ich nie gesagt habe. Und ja, ich gehe davon aus, dass er das absichtlich macht. Er hat ja auch, oh Gott, war das bei Dara? Da hat er Dara so ein Video von About a Fruit zugeschickt, wo er absichtlich das so geschnitten hätte. Als würde About a Fruit irgendwie Pädophilie in die Nähe von Transpersonen rücken. Und Pass auf, der Punkt übrigens, kam von Seth wir, Van Dome. Also er hat auf einen ja, Wokey reagiert, der das so gebracht hat, ohne dass er das vorher irgendwie gesagt hatte. weißt du was das Thema mit der Pädophilie ist, was die immer wieder anbringen? Das hat nichts mit Transpersonen zu tun. Und zwar gibt es in der LGBTQ eine Vereinigung, die nennt sich MAP, Minor Attractive Persons. Das sind Pädophile, die versuchen da reinzukommen in die LGBTQ. Die haben schon ihre eigene LGBTQ-Fahne. Die versuchen, ein Teil des LGBTQ-Kanons zu werden. Und es gibt halt Menschen, wie zum Beispiel, ich glaube, den Kircher und Dara waren das. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wer das von denen war. Den Kircher hat jedenfalls definitiv Liebe mit Geschwistern gut geheißen. Ne? Also, Es ist laut ja. Judith Butler
der Kern unserer gesamten falschen Sexualmoral, das Inzestverbot. Ja, so und jedenfalls meinten die wohl, dass man auch halt Verständnis haben muss für Pädophile. Ich sage ganz ehrlich, ich brauche nur dann Verständnis für Pädophilen, wenn er sagt, okay, ich habe ein Problem und ich gehe mich therapieren lassen. Ne, jemand, der denkt, dass Pädophil sein gut ist und dass man das ausleben sollte, für den habe ich kein Verständnis und werde ich auch niemals Verständnis haben. Punkt. Wir brauchen auch keinen pädophilen Visibilitätstag oder sowas. Nee, definitiv nicht. Ja, Also. und daher stammt das Ganze, ne? Dass es halt Pädophile gibt, die versuchen, in die LGBTQ reinzukommen. Dass da Leute eventuell noch dabei sind, die sich da vielleicht als Transperson ausgeben. Wo wir dann wieder bei dem Thema sind, was ist eigentlich trans? Trans bist du, wenn du eine Geschlechtsdysphorie hast. Ne? Was ja von den Leuten komplett wieder komplett weggenommen wird. Was das Thema angeht, ist ja dann auch Folgendes. Wenn das Ganze zum identitären Aspekt nur noch hingeht, dass du über dich selbst entscheidest, ob du Mann oder Frau bist, würde das dann bedeuten, dass du Leidensdruck hast? Da würde ja verschwinden, weil es ist ja nur ein soziales Konstrukt. Und du ja über Ja, dich selbst ich entscheidest, sag ob ja, du Mann oder Frau also bist. letztendlich ist das Ziel ja, dieses Konstrukt Geschlecht komplett abzuschaffen. Also jetzt nicht vielleicht bei allen, aber wie gesagt, Judith Butler hat das ja ziemlich klar so geschrieben. Und Naitan hat ja, wie gesagt, das Biologische und die Rollenerwartung komplett vermischt und meinte, Ja. ja, wenn es gar keine Rollenerwartung mehr gibt, aber dass Menschen eben auch ein bisschen von ihrer Biologie abhängig sind und es immer andere Rollenerwartungen, immer eine andere Rolle von Frauen in der Gesellschaft geben wird. Wie die dann aussieht, darüber kann man diskutieren. Aber dass es biologische Unterschiede gibt. Also wenn man das schon leugnet, dann will man ja Geschlecht als, also nicht nur als soziales Konstrukt, sondern da will Ja. man es komplett abschaffen. Ja, für die ist ja alles ein soziales Konstrukt. Hat ja eine Frau Löwen hat es schön gesagt, hat ja eine Lilly Schulte, Jill, please, war es schön gesagt. Ja, auch, dass dieses soziale Konstrukt von Geschlecht durch die Kolonisationszeit verbreitet wurde. Also war es der böse Engländer. Schämt euch. Ja, und die bösen Niederländer, die haben das auch verbreitet. Schämt euch alle, ganz, ganz böse. Ihr habt das soziale Geschlecht durchgehen gebracht. Durch euch haben die Leute gelernt, was Mann und Frau ist. Wie kommt das dann, dass in allen alten Religionstexten immer für Mann und Frau die Rede ist, die mir gerade einfallen? Frag das Frau Löwenherz, frag das eine Jill, please, frag das eine Finessi. Du wirst da keine Antwort drauf bekommen. Es ist aber deren Meinung nach so. Ja, sie sind ja auch der Meinung, wenn du jetzt als Person, ne, sagst, okay, du stirbst jetzt, du fandest aber Blumen zum Beispiel toll. Du möchtest bitte, dass dir Rosen mit ans Grab gelegt werden oder dass ein paar Rosen haltbar gemacht werden für die Zukunft, dass dann Rosen und Schmuck neben dir liegen, weil du das toll fandest. Dann ist das für die ein Indiz dafür, dass du trans warst. Weil du halt Sachen an dein Grab mit beigelegt bekommen hast, die nicht dein geschlechtsspezifisch zusammengehören, ne? Da habe ich mal eine Frage. Wenn Ja, frag. irgendwelche, also wenn in der Zeitung so Berichte über so Transfrauen von vor aus der Bronzezeit liest oder so, dann ist das auch das zurückzuführen, was du da gerade gesagt hast? Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, das kommt nicht von mir, das kommt von denen. Die sagen ja, das sind Bilder gezeichnet worden oder Grabbeilagen gefunden, die halt nicht den typischen den Typus Mann oder den Typus Frau entsprechen. Das muss eine Transperson gewesen sein. Das widerspricht sich ja auch ein bisschen selber, wenn du sagst, das ist alles nur sozial konstruiert und dann sagst, okay, in vergangenen Gesellschaften, da hatten die Leute also nicht solche sozialen Konstruktionen, wie wir sie heute haben. Sie hatten andere soziale Konstruktionen, aber wir fügen das jetzt in unsere heutige soziale Konstruktion, also wenn du jetzt alles in dieser Logik denkst, von Transpersonen ein und Eureka-Transpersonen gab es seit ein paar tausend Jahren. Also. Das beißt sich halt alles von vorne bis hinten. Es ist genauso wie, die haben ja auch dieses Video zum Beispiel von MyLab nicht verstanden. Ja, die bringen ja auch gerne MyLabs Video an als Beispiel, dass selbst eine Wissenschaftlerin sagt, dass es nicht das eine biologische Geschlecht gibt. Das ist Quatsch. Wenn du dir den ersten Teil des Videos anhörst, da geht es nur darum, dass es biologisches Geschlecht gibt. Ja, es gibt zwar Varianzen in deiner Genetik, das ist korrekt, aber trotzdem gibt es biologisch nur Mann und Frau. Es ist auch medizinisch wichtig, ne? Also es gibt zwei große Aspekte in der Biologie, die halt dafür wichtig sind. Das ist die Medizin und das ist die Fortpflanzung. Ja, das sind deine großen biologischen Aspekte, warum es zwei Geschlechter gibt in der Biologie. Ja, um nichts anderes dreht sich da
das Geschlecht. Wozu brauchst du sonst Geschlecht? Ne? Und dann vermischt sie halt ganz elegant, dann, nachdem sie das abgeklärt hat und gesagt, ja klar, da gibt es einen direkten Unterschied, vermischt sie das halt mit dem sozialen Konstrukt und sagt, dadurch wird alles schwerer und hast nicht gesehen. Und da ist dann der Fehler. Die vermischen halt prinzipiell immer das Biologische mit dem Sozialen. Das hat rein gar nichts miteinander zu tun. Und da bin ich wieder bei meiner Anfangsaussage, dass wenn ich jetzt unterwegs bin, mich jemand anspricht oder mich jemand daten will, der fragt doch nicht nach meinem genetischen Abgleich. Der will mich doch so als Person kennenlernen. Weil du hast gerade gesagt, das hat gar nichts, also ein bisschen was hat es ja schon miteinander zu tun. Die meisten Personen sind ja cis. Das ist auch so eine Einmischung, die damit gar nichts zu tun hat. Ne? Ich lehne auch dieses cis ab. Achso, also die meisten Personen empfinden sich nicht als ein anderes Geschlecht, sondern als das, was sie biologisch. Ja, selbstverständlich. Ja, so, und dieses cis, pass auf, dieses cis wird ja meistens immer in einem abwertenden Kontext benutzt. Ne? Deshalb mag ich dieses cis nicht. Wenn du dir die Wokis anhörst, ne, da kommt ja meistens, nimm zum Beispiel Shurioka, weil wir vor uns bei der waren, woher weiß ich, dass du ein weißer cis-hetero-Mann bist, ohne zu wissen, wie du aussiehst. Ne? Es wird prinzipiell bei solchen Sachen immer dieses cis als abwehrende Aussage gebracht. Bei Transperson kannst du es nicht. Die stellst du dann als Token oder als internalisierte Transfeindlichkeit, ja, danke, wahrscheinlich. Danke. Ja, aber das passt ja zu dieser Opferpyramide. Wir suchen uns, also wie gesagt, diese identitären Merkmale, und wenn du gar nicht zur Opfergruppe gehörst, dann hast du sogar schon mal sofort Unrecht, dann haben wir gleich schon mal ein moralisches Argument gegen dich. Ja. Und wenn du dazugehörst, ja, dann bist du doch irgendwie ein Feind, und dann warnen wir dich trotzdem so. Also, ja. Ich sag ja, diese böse Einteilung, die steht über dieser Opfergruppeneinteilung. Wenn du dann irgendwas gegen die Ideologie sagst, dann bist du trotzdem ein Feind, egal ob zu welcher Gruppe du gehörst. Genau so ist es. Ja, und das Ding ist halt, wie gesagt, das Biologische, das hat mit dem Sozialen nichts zu tun. Biologisch ist nur relevant für deine Fortpflanzung beziehungsweise für deine Medizin. Hm. Nur da ist es biologisch wirklich wichtig. Ne, wie du sozial dich jetzt darstellst, ob du Mann bist oder Frau bist, ob du dich jetzt als Transperson identifizierst, weil du halt diesen medizinischen Aspekt bekämpfen willst, der Geschlechtsdysphorie, ne, das ist vollkommen egal. Ne, deshalb wirst du ja trotzdem von dem Großteil der Gesellschaft immer noch als Frau wahrgenommen, wenn du dich als Frau bemühst, wie eine Frau auszusehen, um es mal so zu sagen. Beziehungsweise, wenn du dich bemühst, dich wie ein Mann darzustellen, dann wirst du halt auch von der Gesellschaft als Mann wahrgenommen. Ne, ich habe da zum Beispiel einen Transmann bei mir in meiner Community, der gute LOP. Dann habe ich noch ein paar andere Transfrauen, die sehen das alle 1:1 genauso wie ich. Ne, das sind halt nur wenige, die sich versuchen, so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu stellen, zu zeigen, hier, es gibt doch andere, die genauso denken wie du. Die meisten haben aber Angst davor, gecancelt zu werden oder angegriffen zu werden, in welcher Art und Weise auch immer, von diesen Wokies. Hm. Deshalb trauen sich die meisten auch da gar nichts zu sagen. Ja, ich hatte gerade jemanden in meinem Chat, der hat geschrieben, ihr sollt beiden sterben. Oh, bin ich schon gestorben, ich bin die Wiedergeburt von Voldemort. Ja, kaum hat man Gespräche gemacht, dann kommen solche Leute im Chat vorbei. Oh, meine Mods waren noch nie so aktiv wie heute. Woran das wohl liegt? Ah. Wie kannst du auch nur mit mir bösen Personen reden? Meinst du, das liegt an dir und nicht an Neitern? Ich denke, das liegt erst an Neitern, und dann sprichst du noch mit einer ganz, ganz bösen Person wie mir, die ja eigentlich aus Twitch raus entfernt gehört. Ne? Wie gesagt, ein Seth Van Doom, eine Finesse, ja, ein Dekal Dance, ein Neitan. Keiner von denen versucht irgendwie auf irgendeine Art und Weise mit mir in Diskurs zu gehen. Ne? Bei Seth Van Doom, also Mobs Ende, war ich gesperrt, bevor ich da war. Bei Dekal Dance war ich gesperrt, bevor ich jemals bei denen war. Das gleiche ist bei Finesse am Anfang gar nicht. Nachdem ich bei Dekal Dance gesperrt wurde, bin ich dann aber automatisch bei Finesse gesperrt worden. Ja, wie gesagt, du musst dir mal ein Gesprächsangebot machen. Das ist eine totale Shitshow. Die werden das nach einem riesigen Lamentieren entweder so widerwillig annehmen wie halt dann bei mir oder es versucht zu ignorieren, obwohl du ja quasi in der Nase bist, was auch lustig ist. Das ist wirklich die losteste Diskurs und Wegs Bubble, die ich auf Twitch kenne. Wie gesagt, lustig, den Gesprächsangebote zu machen, weil sie
medizinisch mal vernünftig, können ja sagen, nein, wir halten es für strategisch falsch oder für moralisch falsch. Du bist ja böse, du musst ja gecancelt werden, überhaupt mit dir zu reden. Das kannst du ja auch sagen. Das trauen sie sich ja nicht. Ja, sollen sie machen, Wie gesagt, bestes Beispiel ist halt, ich war mit Impel im Gespräch, ne? Und der Talk ging knapp 3 Stunden. Ja, das haben so viele Leute gesehen, die können mir nicht erzählen, dass die den Talk nicht gesehen haben. Ich bin ja mit ihm sogar durchgegangen, bei wem ich überall gesperrt bin. Ne? Und ist doch klar, dass das auf einen Imp zu reagieren, während er gerade mit einer Transperson redet, die halt der Pappe widerspricht, das ist nicht gut. Macht er dann irgendwas anderes, darauf können wir dann wieder reagieren. Ne? Das ist ja direkt gewollt, dass du bestimmte Personen komplett rausnimmst aus dem Diskurs, die sich halt wehren können. Da sind wir wieder bei der These, sobald du dich wehren kannst, wirst du rausgenommen. Sobald du aber eins ihrer Feindbilder entsprichst, können sie dich halt mit ihrem Ad hominem angreifen, dir Sachen vorwerfen, die du nicht gemacht hast, wie zum Beispiel dir Forms, ne, und dir dann unterstellen, ja, das war eine absolute Blamage von dir, du hast den Diskurs verloren und Neidhan hat gewonnen. So wird sich Neidhan nachher hinstellen. Der wird sich dann als bösen rechten Transfeind hinstellen, mit dem es keinen Sinn macht zu sprechen, weil du ja gar nicht diskursfähig bist und dir gar nicht anhören kannst, was er dir sagt und wie er versucht, dich aufzuklären. Ja, ich habe gerade noch mal auf Twitter geguckt. Ich glaube, dass mit diesem Diskurs kontrollieren, das wird nicht so gut klappen, weil ich auch knapp, also 900 Zuschauer hatte und das Gespräch gleich auf YouTube geladen habe. Da haben sie jetzt auch noch mal über 300 Leute gesehen. Also ich glaube, das wird nicht so ein Erfolg. Ja, das Problem ist, er braucht es ja nur in seiner Bubble kontrollieren. Und da kontrolliert, da funktioniert das. Das sind ja alles nur Sperrlutscher, die sich alle gegenseitig den Sperr polieren, um sich selbst Legitimation zu verleihen. Deshalb raiden die sich auch nur gegenseitig, deshalb bestätigen die sich nur gegenseitig, weil es darf halt nur eine Meinung geben. Wenn du kritisch da rangehst, wirst du niedergemacht und versucht niederzuklöppeln. Das Ding ist halt, diese Leute können gerne zu mir kommen. Ich lade sie gerne ein, zu mir in den Stream reinzukommen. Ich verspreche euch aber Folgendes. Ich bin untrollbar. Ihr könnt mich nicht trollen. Weil egal, was ihr mir vorwerft, ich nehme das und mache mich drüber lustig. Nennt mich ein Fascho. Ich lache drüber und sage, ja, ich bin der größte Fascho ever. Müssen wir mit dem Rechten debattieren. Also wie gesagt, ich wollte auf diese Vorwürfe schon ein bisschen reagieren, aber die müssten mal, keine Ahnung, nur einladen und dann sagen, du bist ein Rechtspopulist. Der würde sagen, ja, bin ich. Was ist halt nicht falsch. Nehmt zum Beispiel die Aussage, zum Beispiel, ich wäre ein Rechtstoken. Da sage ich, weißt du was? Ja, so ist es. Ich bin so ein ekelhafter rechter Token. Ich habe so viel ekelhafte Eigenhass in mir, dass ich den halt prinzipiell auf andere Transpersonen richte. Deshalb rufe ich jeden Morgen Leute an, die ich kenne, wie zum Beispiel Lucy. Ich rede mit einem Hank, ich rede mit einem Arnie. Ne, mit dem rede ich dann immer, lass mir erstmal meine Existenz absprechen und dann kläre ich mit den Leuten ab, welche Person ich mir heute vornehme und wessen Existenz ich jetzt als nächstes abspreche. Ne, ich mache mich halt darüber lustig, weil es so absurd ist. Ja. So, war schön mit dir zu reden. Hat mir auch gut gefallen. War schön. Ich wünsche dir und dem Chat noch einen schönen Abend. Streamst du gleich noch weiter? Nee, ich werde mich jetzt ins Bett legen, weil wir morgen früh aufstehen, mich fertig machen und die Kleine in die Schule bringen. Ach so, gut.